Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten zu schauen, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch aufgebraucht von den vergangenen Pinkboxen. Ne? Die Pinkbox habe ich jeden Monat bekommen im Abo. Allerdings habe ich die Pinkbox gekündigt. Ne? Ich war halt nicht mehr so begeistert und zufrieden. Und es hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich denke mal, ich werde noch einen Aufgebrauch machen, aber die Kiste ist voll. Die muss leer gemacht werden. Ne? Und ich dachte, ich erzähle euch, wie ich die Produkte fand. Es gibt ist so Art wie Revue, Bewertung, ne? Tops und Flops sind dabei. Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Ne? Was hat es gebracht oder auch nicht? Ne? Und ja, und ich würde sagen, denn werde ich gleich mal losmachen. Ne? Ich weiß, ihr feiert diese aufgebraucht immer übelst. Und ich habe beschlossen, ich mache von den Beautyboxen, die ich jeden Monat im Abo habe, mache ich dann immer nochmal ein extra aufgebraucht. Es gibt einen Monat aufgebraucht und immer ein extra aufgebraucht. Nicht immer, aber so alle halbe Jahre vielleicht mal von den Abo-Beautyboxen. Ich habe noch die Glossy Box im Abo und die, was habe ich noch? Blissim-Box im Abo, genau. Ne? Ich habe auch mal von meiner Degusta-Box Aufgebrauch gemacht, aber das waren zu wenig Aufrufzahlen. Das hat absolut keinen interessiert, ne? Jeden Monat. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann bleibt das halt weg. Aber von den Beauty-Boxen, ich glaube, das interessiert euch, was ich zu den Produkten zu sagen habe, wie ich die so fand. Und ja, ne? Ich denke, ja. Und ansonsten würde ich mich freuen für deine kleine und feine Unterstützung, wenn du dieses Kaninchen abonnierst, ne? Und das Glöckchen anmachst. Nicht vergessen, wenn du es noch nicht getan hast, natürlich, ne? Und dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir, ne? Wenn du das Glöckchen anmachst. Funktioniert nicht immer. Ich bin auch bei Instagram, da bin ich nur privat unterwegs. Oder lasse ich meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe, ne? Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Ja, das ist noch gar nicht mal so lange her. Amicelli, ne? Ja, die haben ja immer mehr angefangen. Das war mit in der Pinkbox Dezember, war die mit drinne. Die haben ja immer mehr angefangen, so ein bisschen Süßkram reinzumachen. Ich fand es nicht schlecht. Manch einer sagt sich, Mensch, es ist doch eine Beautybox und keine Essensbox. Ich fand es in Ordnung. Ich bin jetzt aber nicht so der. Die schmecken ja, Amicelli-Fan, aber ich würde mir die jetzt nicht nachkaufen. War in Ordnung, aber ich finde es toll, dass die Pinkbox auch mal so ein bisschen, auch mal was zum Probieren, so Naschzeug. Aber das war eine große Packung, das war eine Originalpackung, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Ja. Aber jeder kennt die halt schon, jeder hat sich die auch schon mal selber, glaube ich, geholt, ne? Man kennt es halt, aber die sind in Ordnung, aber selber kaufen würde ich mir die jetzt nicht. Dann war in der Pinkbox März von 23, das fand ich toll, von Althea Organics. Liquid Soap, made with botanical extract and pure essential oils mit Lavendel und Aloe. Ne? 500 Milliliter Seifenspender, das hatte ich so im Sommer stehen gehabt. Ne? Da habe ich dann immer meine Hände damit gewaschen. 500 Milliliter, ja, ist viel. Hat mir gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn es in den anderen Beauty-Boxen, weil wie gesagt, Pinkbox habe ich ja nicht mehr, da vielleicht mal öfters mal so ein Seifenspender mit drin ist. Das würde ich übelst feiern. Anstatt mal Shampoo wegzulassen, weil es ist ja wirklich in jeder Beauty-Box, es ist immer irgendwelche Haarprodukte. Ich kann mich damit zuschmeißen. Ich kann Handel mit aufmachen. Könnte man noch mal so eine Geschichte mit reinmachen. So eine schöne Flasche Handseife. Ne? Man hat hier oben rausgedrückt, ne? Da kam es raus. Fand ich sehr gut, top, Daumen nach oben. Hätte ich gerne nochmal, vielleicht mit einer Glossy-Box oder in der Blissim-Box. Na gut, Blissim-Box wird es, glaube ich, nicht ganz reinpassen, weil ihr wisst ja, die Blissim-Boxen sind immer ziemlich klein. Ne? Was ich absolut furchtbar fand, absolutes Flop-Produkt, Alverde von DM Naturkosmetik, Pro Climate, umweltneutrales Produkt, Körperlotion, Zitronenmelisse-Duft. Das ist wie so Art Nachfüllpack. Ne? Ihr seht, hier ist sogar auch noch Creme drin. War Pinkbox Januar 23. Macht mir nämlich immer so kleine Klebis drauf. Da weiß ich das. Furchtbar. Es hat nicht gerochen. Es war einfach nur furchtbar. Es war nicht meins. Ich fand es schlimm. Was heißt schlimm? Aber
Ja, weiß ich nicht. Ich habe gerade wieder eine von Alverden Anwendung. Die war mal, die steht hier bei mir auf dem Tisch in der Glossy Box mit drinne. Mag ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich mag die nicht. Obwohl ich wieder den Alverde Adventskalender mag. Ne? Den Alverde Adventskalender, den habe ich jedes Jahr, den feiere ich aufs Neue. Aber jedes Mal, wenn da irgendwelche Bodylotions mit drin sind, nee, ihr seht, ich habe sie nicht alle gemacht, fand ich furchtbar. Deswegen habe ich sie aussortiert, weg damit, 250 Milliliter. Und tschüss, war überhaupt nicht meins. Von der Pflegeformel her fand ich es jetzt auch nicht so besonders. Die ist auch sehr schnell eingezogen, ne? Fand ich jetzt nicht so top. Also, nö, nö, nö. Pinkbox Oktober 23 hatten wir von Schäbens Golden Glow Augengel Pads drin, ne? Sollten reduzieren Schwellungen für mehr Ausstrahlung, Phytoprotein, Gold. Diese dicken Augenpads, dieses Rutschen immer. Ich hatte heute wieder welche von Balea, die sind auch gerutscht. Ich mag diese ganz dünnen, die nicht so rutschen, die festleben. Die sind wirklich am besten, die ganz dünnen, ne? Die sind top, die dicken. Ich weiß nicht, die kriegen das alle nicht, die rutschen alle. Egal ob von Schäbens oder von Balea, Isanas, finde ich mal lästig. Ja. Hat zwar seinen Zweck erfüllt, ich hatte für einen kurzen Moment glatte Fältchen gehabt und aber ist immer nur für einen kurzen Moment, ne? Ich würde mir die nicht nachkaufen, muss ich euch ehrlich gestehen, reduzieren Schwellung, ja, für mehr Ausstrahlung, ja. Ich benutze die bloß immer, wenn die mit in den Beautyboxen sind, aber die würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, ne? Ja, war in Ordnung, war nicht gut, war nicht schlecht, nur absolut. Flop ist natürlich, dass die halt rutschen. Das ist halt immer scheiße, ne? So, habe ich das jetzt gesagt? Naja, egal. So, Beauty, oh, die war gut. Die war toll. Die habe ich, glaube ich, dreimal benutzt. Ultimate Glow Mask Hydrogel Maske mit Niacinamid und Vitamin C für einen makellosen Tor. Die war toll. Das war so eine zweiteilige Maske. Das fand ich auch sehr gut. War in der Pinkbox Juni von 23, ne? Juckt's Auge. Entweder juckt die Nase oder das Auge oder das andere wollt ihr nicht wissen. Gut, ja, fand ich top. Ich habe die, glaube ich, dreimal benutzt. Ich benutze Tuchmasken mehrmals, wenn genug Serum drüber ist, ne? Und ich kann euch wirklich sagen, die war wirklich toll. Ich hatte wirklich eine schöne Ausstrahlung. Ich sah toll aus. Es hat auch eine Weile angehalten. Also so eine. Die sind schon meistens von den Marken, die sind schon meistens wirklich gut, ne? Die sind schon ein bisschen qualitativer besser, muss ich sagen. Wie die jetzt von Balea und die Sana, die halten immer nur für einen kurzen Moment an. Kommt aber auch immer drauf an. Wie gesagt, ich fand die toll. Also ich sah wirklich richtig top aus. Aufgefloppt, erfrischte Aufstrahlung, Daumen, Aufstrahlung, Aufstrahlung. Ausstrahlung wollte ich sagen, ne? Daumen nach oben. Die hätte ich gerne noch mal irgendwo mit in einer Beautybox. Ja, dann habe ich, da kann man sich ja wirklich so ein bisschen, ne, ob das wirklich was bringt, von Inao, von Essence, ne? Diese Schönheitsgummibärchen, die sollten halt Erhaltung einer normalen Haut beitragen. 60 Gummis und man sollte jeden Tag zwei nehmen. Die sahen so bananenförmig aus, also so wie hier. Und die haben auch nach Banane geschmeckt. Die haben gut geschmeckt. Ich habe wirklich jeden Tag zwei genommen und meine Haut sah aus wie immer, nachdem das alle war. Ne? Ja, Pinkbox September 23 war es mit drin. Ja. Ne? 180 Gramm, 60 Gummis. Ich sollte jeden Tag zwei nehmen. Tja. Aber am letzten Tag war noch einer drüber. Ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, ob genau 60 Gummis drin waren oder ob 61 Gummis drin waren. Keine Ahnung, am letzten Tag war nur einer drüber. Ja, ne, ich habe jeden Tag zwei genommen. Gut, dadurch, dass ich ja sowieso normale Haut habe, relativ schöne Haut habe von Natur aus. Was soll sich da bei mir großartig ändern? Ne, ich weiß es nicht. Ne? Deswegen nicht. Ja, kann man sich einbilden, ob man davon schöne Haut kriegt. Dann fand ich was ganz toll. Pinkbox Juni 23 von Dragon Moon Endless Summer Body Peeling. Das war toll. Auch mal schon mal so dekorativ. Ne? Das stand doch über Sommer bei mir auf der Badewanne, weil es halt schön
zum Sommer gepasst. Die Sprüche sind immer cool von Dragon Moon. Meine schönste Erinnerung, dieser eine lange Sommertag, der mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, mit Aprikosenkernöl. Ich mache immer Body Peeling. Zweimal die Woche. Nee, einmal die Woche. Gesichtspeeling mache ich mal zweimal die Woche, meistens immer gegen Abend. Am Tag mache ich das nicht, mache ich immer Abend. Und Body Peeling immer einmal die Woche, wenn ich baden gehe. Schon gesagt, Pinkbox Juni 23, habe ich euch schon gesagt, ne? Das war toll. Auch so, das sah schon gut aus. Pinkbox hat schon relativ gute Sachen mit bei, ne? Aber trotzdem waren sehr viele Sachen immer dabei, die ich halt auch weitergegeben habe und die ich nicht gebraucht habe. Und das waren viele auch Drogerieartikel, was du auch normal in der Drogerie kaufen kannst. Und ich mag halt so ein bisschen wie bei Plessim Box, dass du halt viel auch hast, was du nicht so einfach in der Drogerie bekommst, ne? Oder auch die Glossy Box, ne? Packt zwar auch manchmal Drogerieprodukte, aber ja, ich musste halt mal aussortieren und eine Box musste halt weg. Aber trotzdem, das war gut. Daumen nach oben, ne? Das würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, aber das hätte ich vielleicht gerne nochmal. Dann habe ich hier Pinkbox Juni 22, das ist schon ein bisschen was, ja, von 4711. Einmal die Refreshing Tissues. Da habe ich sogar noch irgendwo ein paar Tücher. Das waren so eine frische Tücher. Ich muss euch 10 Stück waren da drin mit Orange, Zitrone und Neroli. Ich muss euch wirklich sagen, wenn man unterwegs ist, sind solche Tücher top. Kann man nichts anderes sagen, ne, um mal die Hände sauber zu machen oder wenn man jetzt, ja, dafür habe ich es auch überwiegend benutzt, ne, wenn ich viel unterwegs war, zum Hände säubern, ne, oder nach Toilettengang, ihr kennt das ja, man hat ja denn manchmal, wenn man irgendwo ist auf einer Veranstaltung, immer diese ollen Dixies, ne, da hat man jetzt vielleicht nicht so die Gelegenheit, Hände zu waschen, es sei denn, man hat gerade irgendwie eine Wasserflasche mit, was willst du machen, ne, wenn du nirgendwo Wasser hast, da hast du halt so ein Tuch genommen, es ging nun mal nicht anders, ne? Und dann habe ich immer so ein Desinfektionsgel, also ich habe meistens so ein Tuch genommen und dann habe ich immer irgendein Desinfektionsgel noch in meiner Tasche mitgehabt, ne? Ja, um ein bisschen die Hände zu säubern, fand ich toll. Ich habe es meiner Freundin gegeben, die meinte, oh Gott, manch einer mochte den Duft gar nicht. Die meinte, oh Gott, was ist das denn? Das riecht aber ganz schön streng, ne? Sag ich, ja, sag ich. Aber es erfüllt seinen Zweck, wenn man nichts hat. Daumen nach oben. Also ich hätte gerne noch mal so ein Erfrischungstücher zum Sommer, ne? Dann kommen wir zu was? Christina Aguilera Sherry Noir. Ein Eau de Parfum. 15 Milliliter. Das war in der Pinkbox September. Also ich denke mal, da habe ich noch nicht damit angefangen, das Jahr mit aufzuschreiben. Vor 2 Jahren? Ich glaube ja. Ne? Vor 2 Jahren muss das mal mit drin gewesen sein. Schon die Umverpackung ist mega schön. Ne? Das ist wirklich... Ich habe sogar die Flasche unten noch aufgehoben, Leute. So sieht die Flasche aus. Ne? So. Flasche sieht nicht ganz so schön aus. Die Verpackung sieht besser aus. Finde ich richtig schön, Leute. Das muss ich wirklich mal sagen. Ne? Die gefällt mir. Aber wenn man die Verpackung so hinstellen... Der Duft war... Naja, sehr. Also das war eigentlich mehr so ein Abendduft, weil der Duft halt auch ein bisschen schwerer war. Ne? Ich habe den Duft gemocht, aber ich weiß nicht, hat der lange angehalten? Ich habe immer so das Gefühl, dass so Parfüms generell bei mir nicht lange anhalten. Das einzige Parfüm, was wirklich lange bei mir hält, ist das von S. Oliver, das Black Label. Das rieche ich abends noch an mir. Da kommt es aber auch immer drauf an, wenn ich jetzt irgendwie... Es ist komisch, also es kommt auch darauf an, wenn du jetzt arbeitest oder dich viel bewegst und so, verfliegt der Duft schneller, wie als wenn du den ganzen Tag nichts machst. Ne? Also es ist irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hier war. Auf jeden Fall ist schon zu lange her. Ja, es war in Ordnung, so ein schwerer Abendduft. Ich bin schwer im Düfte beschreiben, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Ja, Kirsche irgendwie, ja. Ne? Aber nachkaufen würde ich es mir jetzt auch nicht unbedingt. Nö. Auch hier drinnen, die Verpackung sieht mega aus. Seht ihr das? Sieht doch cool aus, ne? Denn die war gut. Von Be Routine, Rosaton-Erde-Maske, strahlender Tarn, mattiert, verleiht einen natürlichen Glow mit Rosaton-Erde, Mangobutter, jeden Hauttyp. Und das ist eine Maske, die lässt man 10 bis 15 Minuten oben, Rest im warmen Wasser abwaschen. Ja, war in der Pinkbox Januar 2023. Hatte ich mitgehabt Weihnachten bei meiner Mutti. Ne? Da habe ich Heiligabend eine Maske gemacht und das mein Torso sah wirklich erfrischt aus. Ich fand es toll. Würde ich gerne nochmal nehmen, aber das habe ich schon mal gemerkt. Ich hatte schon mal eine Tube davon gehabt. Die war auch gut.
War wirklich gut. Also die hat mir gut gefallen. Und ich liebe mehr Masken, die ich dann mit dem, die ich mit warmem Wasser abwaschen kann. Ne? Deswegen die, und dann mache ich lieber früh. Also so Crememaske mache ich immer zweimal die Woche und Tuchmaske nur einmal die Woche. Ne? Also ich mache nicht jeden früh eine Maske. Also soll man eigentlich nicht machen, weil da ist ja die Haut sonst zu überpflegt. Und das ist zu viel des Guten. Ich meine, wie gesagt, meine Haut ist, ja, wäre ein Schmier angeben hier. Es sind aber die Gene, das hat nichts damit zu tun. Ich trinke nicht viel, ich ernähre mich nicht gesund, das sind einfach die Gene bei mir. Und ja, ich mag so eine Masken, die man mit warmem Wasser abwäscht. Und ja, die war gut, Daumen um, die hätte ich gerne nochmal. Ne? Die hätte ich gerne nochmal. Was haben wir denn hier? Ach, von Ebelin. Gesichtspads aus Holzzellulose und Baumwolle. Pinkbox März 23. Ja, ich habe die alle in der Wäsche, deswegen kann ich euch die jetzt gar nicht zeigen. Das sind so eine Pads, die sind erstmal so hart und mit die muss man mit Wasser so ein bisschen aufweichen, dann werden sie weich. Und ich mache trotzdem immer noch Make-up-Entferner hoch, ne? Ich muss wirklich sagen, ich finde die gut. Die kann man bei 60 Grad waschen, aber richtig sauber kriege ich die gar nicht mehr. Ne, ist, ja, hier steht wirklich bei 60 Grad waschen. Ich finde die gut, ich nehme die gerne zum Abschminken, aber noch mit zusätzlich Make-up-Entferner. Aber richtig sauber, auch bei 60 Grad. Ich kriege die nicht mehr richtig sauber. Ich habe die sogar lose, die Pads mit in meiner. Wenn ich die mitwasche, wenn ich hier zum Beispiel meine Bettwäsche wasche, wasche ich da immer meine Abschminkpads mit bei 60 Grad. Ne, mit Hygienespüler, alles drum und dran, richtig Waschpulver, dass es richtig sauber geht. Und die sind lose immer drinnen, ne? Also ich mache die nicht im Netz, weil wenn ihr so eine Pads im Netz lässt, die werden nicht richtig sauber, habe ich so das Gefühl. Aber auch so werden sie nicht richtig. Also die anderen Abschminkpads werden bei mir richtig sauber, wenn ich die mitwasche. Aber die halt nicht so, ja, solange wie sie ihren Zweck erfüllen, nehme ich die und irgendwann kommen die denn weg. Ne, Jules, wir lieben es alle. Pinkbox Oktober 22, ne? Dieses Vorhaben Fiesta. So a jewel of holy color your world with love, Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Das sieht halt so ein bisschen rosa oder nee, so lila aus, ne? Drückt man oben raus und Schaum. Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht oder ob es euch auch so geht. Ich finde diese Ritual-Schäume, die sind so schnell aufgebraucht, man kann das nicht richtig dosieren. Da du drückst rauf und es kommt immer ein raus, ne? Deswegen sind die immer so schnell alle. Man denkt immer auch, ja, hier 200, 150 Milliliter. Gut, okay. Trotzdem, ne, das finde ich immer schlimm. Besser nicht, könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob es euch genauso geht. Aber wir lieben es, wenn in den Beauty-Boxen immer was von Rituals mit drin ist. Gerne nochmal oder andere Sorten, ne? Daumen nach oben. Ich liebe Rituals, aber Rituals of Ayurveda ist mein absolutes Lieblingsprodukt, ne? Dann kommen wir zu was, das war schrecklich. Ganz schlimm. Pre-Wash Hair Mask. Kennt ihr das noch? Das war in der Pinkbox August von 2022. Ihr seht, ich habe es einmal benutzt und nie, nie wieder. Die Haare haben danach ausgesehen. Ekelhaft, richtig fettig. Und ich habe nicht viel genommen. Ich habe nur ganz wenig genommen. Ne? Das ist so eine mit Minzöl für erfrischende, geschmeidige Haare. Die sahen aus wie Fettöl getränkt. Ne, sollte man Pre-Wash mit einer Haselnuss, große Menge hatte ich gehabt, bei Bedarf auf mehr Haarlängen und Spitzen gründlich einmassieren und 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend die Haare mit Shampoo sorgfältig ausspülen. Habe ich gemacht, die Haare sahen trotzdem furchtbar aus. Ne? Nee, ich dachte, komm weg damit, das ist ja furchtbar. Ich hab das so gemacht. Ich habe die dann wirklich. Man hat es vorher raufgemacht und dann ausgespült. Das sah trotzdem, meine Haare sahen trotzdem danach furchtbar aus. Dann habe ich mit normalem Shampoo, habe ich die nicht wegbekommen. Dann habe ich mit Spülmittel meine Haare waschen müssen. Weil wenn man extrem fettiges Haar hat oder jetzt Öl irgendwie, warum auch immer in die Haare kommt, ne? Heute habe ich auch Haaröl drin, deswegen glänzt das heute so. Das geht ja, das sieht ja top aus, ne? Wenn die Haare so glänzend aussehen, dann sehen die ja gesund aus. Aber wenn du halt, aber das sah schlimm aus, Leute, ganz schlimm, furchtbar. Daumen nach unten. Jemand hier, ich glaube, die Dani Mavi, die hatte das auch ausprobiert und die meinte, dass sie,
Genauso das gleiche wie bei mir. War furchtbar, das Produkt. Vielleicht hattet ihr das auch gehabt. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen funktioniert. Man weiß es ja nicht, ne? So. Wieder mal was von Tregelmoon. Moonlight Dreamer, verträumtes Nachtschwärmer, Pflegebad, Milch, Honigduft. Wir lieben es alle. Es kann ruhig war Pinkbox, August 2023. Was soll ich sagen? Es war toll. Na, es war wirklich toll und schon das süße Design. Und wir lieben es. Es kann öfters mit rein. Ne? Mal einfach so ein Pflegebad mit in die Beautyboxen. Warum nicht? Ich habe das so im Herbst. Ja, na klar, so im Herbst hatte ich das aufgebraucht. Es war toll. Der Duft nach Milch und Honig, Schaum war auch vorhanden. Boah, ich gehe heute auch wieder baden nachher. Da freue ich mich auch schon drauf, mache ich wieder Bodypeeling und so weiter und so fort. Ja, Daumen nach oben. Wir begrüßen es sehr, oder ich vielmehr, wenn da öfters mal ein Bad mit in den Beautyboxen ist. Jetzt kommen wir auch zu was. Das war, fand ich sehr gut. Da haben sich viele so aufgeregt. Oh, Verfallsdatum ist abgelaufen. War nur, also Pinkbox September 23 und haltbar war es bis zum 10.23. Ja, man musste es sofort nehmen. Wir kennen alle Beauty Love, ne? Wo man die Pinkbox halt herkriegt und die Barbara Box und Brigitte Box. Und die haben eine eigene Pflegemarke rausgebracht. Und ich liebe diese Pflegemarke-Reihe. Mit Hyaluron, Agave, Hanföl, ein Serum für Straffung und Feuchtigkeit. Das war wirklich gut, Leute. Das hat mir sehr gut gefallen, 30 Milliliter. Ich mag ja auch diesen Duft. Ich glaube, das mag nicht jeder. Und ich habe momentan jetzt eine Creme davon, habe ich jetzt noch in Anwendung. Und die liebe ich auch. Ich liebe diesen Duft. Die kannst du früh und abend nehmen. Man, besser natürlich in Kombination das Serum mit der Creme. Und es riecht natürlich, oh, ich mag den Duft. Es gibt bestimmt welche von euch, die sagen, oh, den Duft mag ich überhaupt nicht, ne? Und das war wirklich, wirklich toll. Daumen nach oben. Meine Haut war wirklich, ich muss ja langsam wirklich mal anfangen. Ich bin nur Ü40 und da braucht man so ein bisschen Antifaltenpflege, Straffung, Feuchtigkeit, ne? Und, das braucht man halt jetzt so langsam. Ne? Oder das soll, damit sollte man vielleicht schon 30 oder mit 25 so ein bisschen anfangen. Da muss man halt gucken, da kann man auch noch nicht alles nehmen. Das war wirklich gut. 30 Milliliter hat ewig gereicht. Das hat man hier so rausgepumpt. Daumen nach oben, das hätte ich gerne nochmal. Wie gesagt, momentan habe ich Creme in Anwendung. Die ist auch wirklich top, Leute. Ich kann euch das sagen. So. Was haben wir denn hier? Ach, Pinkbox Juli 23. Und zwar war das eine After-Sun-Lotion. After-Melon wollte ich sagen. Watermelon After-Sun. Soothing and Refreshing mit Aloe Vera Watermelon Scent. Feel free 100 Milliliter Melonduft. Ich liebte den Melonduft. Ich bin nicht so der Sonnenmensch im Sommer. Ich mag es gar nicht, muss ich wirklich sagen. Ich bin nicht so der Fan davon. Deswegen, aber ich habe die trotzdem als Bodylotion genutzt, weil die war schön leicht und die hat im Sommer so einen richtig schönen fruchtigen Melonenduft hinterlassen. Hier war noch nicht viel drin. 100 Milliliter war dann schnell aufgebraucht. Pinkbox Juli 23 war die mit drin. Ne? Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Daumen nach oben. Ob die jetzt wirklich so nach Aftersun gepflegt hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gehe im Sommer so selten raus in die Sonne. Ne? Deswegen, ja. Ich glaube, ich komme dann langsam mal zum Schluss. Ne? Ich habe zwar noch ein bisschen was, aber ich teile mir das dann nochmal fürs nächste Mal irgendwann auf. Ne? Bis ich die restlichen Produkte, dann ist meine Box endlich leer. Von Dove Advanced Care Go Fresh mit Skin Hydrating, Granatapfel und Zitronenverbenduft. Ist ja so an sich nicht schlecht, die Gerüche, aber ich habe schon öfters gehabt, wenn die Dove Deo mit in die Boxen getan. Es ist ja alles gut und schön. Hier kommt nur Gas raus. Da hatte ich schon mal was gehabt, da kam nur Gas raus. Meine Mutti mir doof, das ist scheiße, kommt nur Gas raus. Ich sage, ja, habe ich auch gemerkt. Schade, warum ist das so? Weiß keiner. War mit in der Pinkbox Juli 23. Ne? Nachkaufen würde ich mir das nicht. Da hole ich mir lieber ein günstiges, wo richtig das Spray rauskommt, wo nicht nur Gas rauskommt. Fand ich schade. Ne, bitte nicht mehr Duff in die Beautyboxen packen, Leute. Ganz ehrlich, im Beautyboxenpacker. Da kommt nur Gas raus, da kommt nicht richtig. Es ist doch blöd sowas, ehrlich gesagt. Ne?
So. Dann dun, von Betty Barclay. Dream Away. Oh, ich rieche es immer noch. Ich liebe die Betty Barclay Düfte, Parfüm, wie auch Duschen oder Cremes oder so, ne? Oh, das sieht aus wie auf Wolke Cremedusche, ne? 75 Milliliter, so eine parfümierten Duschen war in der Pinkbox Februar, aber ich weiß nicht welches Jahr. Ich glaube vor 2 Jahren, würde ich denken. Und es riecht wirklich gut. Es steht nicht oben, nach was es riecht, aber es riecht wirklich sehr fraulich. Ich bin schwer im Düfte beschreiben, wie auf Wolken. Herrlich. So eine parfümierten Duschen nehme ich immer, wenn ich jetzt sowas vorhabe, zu besonderen Anlässen. Danach mit einer parfümierten Körpercreme und so hält das alles mit am längsten da. Nochmal gerne. Das würde ich gerne nochmal in irgendeiner Box mit drin. Ne? Daumen nach oben. Gefällt mir. I like. Und du riechst wirklich. Du riechst, du duschst dir ab, du riechst es immer noch. Ne? Herrlich. Ich lieb's. Ja, ihr Lieben. Bisschen habe ich hier noch, aber ich finde, 25 Minuten sollten reichen, ne? Oder 26 Minuten, weil sonst wird das zu lang nachher. Aber wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was von den Pinkboxen, dann kommt dann nochmal irgendwann nach einem halben Jahr ein Pinkbox aufgebraucht. Ne? Deswegen, ja, beende ich hiermit das heute so, ne? Das Video. Ach, Anni, jetzt ist wirklich Schluss. So, ihr Lieben, könnt mir ja gerne mal eure Meinung so in den Kommentaren schreiben. Ne? Was euch jetzt so gefallen hat, ne? Also, das kann ja sein, jeder ist ja anders, jeder Körper ist anders, jeder nimmt es anders wahr. Kann ja auch sein, dass Sachen dabei waren, wo ich sage, ich fand das toll, habe ich mir sogar nachgekauft, oder ihr sagt, ja, nee, da hast du recht, das fand ich jetzt auch nicht so toll, ne? Ja, genau. Und dann in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss wende ich euch ein. Ich kann schon nicht mehr reden, seht ihr? Playlist von meinen Pinkbox Unboxings. Und ich glaube, da ist auch schon aufgebraucht mit bei. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Guckt einfach mal durch, ne? Hier seht ihr meinen Kanal. Könnt ihr völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig drüber freuen. Hier und siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.